Ja, wir sind hier in Warschau, dem Austragungsort der NRC WM 2015. Gerade eben sind wir vom offiziellen Teamfototermin gekommen. Wie es ja üblich ist beim NRC, machen wir mal einen Fototermin mit dem gesamten Team. Und jetzt haben wir einfach mal uns drei Teammitglieder hier rausgepickt und die wollte ich mal kurz vorstellen. Und beginnen möchte ich mit der Corinna Kempe, weil die Corinna ja schon ein ganz altes Mitglied des NRCs der ersten Stunde ist. Ja, ich glaube, Corinna, wann war dein erster Wettkampf international beim NRC? Mein erster Wettkampf war international 2001 in Barcelona. Stimmt, da sind wir noch mit dem Bus damals hingefahren. Das war eine 24-Stunden-Tortur. Das machen wir jetzt schon anders. Das heißt, wir sind natürlich jetzt hierhin geflogen. Ja, wie war es damals in Barcelona? Was hast du da für eine Platzierung gemacht? Ich bin damals Zweite geworden. Also Vize-Weltmeisterin. Sozusagen, genau. Ja. An welche internationalen Events kannst du dich noch erinnern, wo du mit warst? Oh, dann war ich noch 2010 in Den Haag. War auch eine sehr schöne Veranstaltung. Dann habe ich einen vierten Platz belegt. Ja, und jetzt möchte ich halt schauen, ob ich nochmal so weit nach vorne kommen kann. Jetzt hast du aber einige Sachen unterschlagen. Ich kann mich noch an Graz erinnern. Oh ja, Entschuldigung, Graz 2003. Und ich kann mich noch daran erinnern, 2008 an Athen. Entschuldigung, auch das ist wohl wahr, 2008 in Athen. Entschuldigung, die Kohlenhydrate fehlen ein wenig. Ja, du bist schon so oft mit uns gereist, du kannst dich gar nicht mehr an die ganzen Events erinnern. Ja, morgen, wie siehst du da selber deine Prognose für morgen? Was denkst du, was erhoffst du dir? Ich wünsche mir, dass ich gerne ins Finale komme und versuche mein Bestes zu geben. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich die Jury überzeugen kann. Ja, prima, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Dann möchte ich weitergehen mit Kevin Gebhardt, amtierender oder frisch gebackener deutscher Meister der Junioren, der natürlich, ich glaube, welche Kilozahl hast du gehabt auf der Deutschen? So 92 Kilo rum. 92 ja. Kilo? Genau, 92 Kilo. Bei welcher Körpergröße? 1,74 Meter. Also das sagt schon aus, dass er schon gerade für Junior schon wirkliches Talent ist und auch wirklich mit Fleisch bepackt ist. Es ist deine erste WM? Genau, es ist meine erste WM, beziehungsweise auch erster internationaler Wettkampf generell, ne? Also komplett Neuland für mich jetzt und deswegen bin ich gespannt, was mich morgen erwartet. Ja, erfahrungsgemäß sind immer halt die Ostblock-Nationen ganz gut, auch gerade im Juniorenbereich. Das müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch selber keine Anmeldungszettel gesehen, aber die Anmeldung beginnt ja in circa einer Stunde. Dann wissen wir ungefähr, wieso das Feld bei den Junioren aussehen wird. Aber was erhoffst du dir? Hast du irgendwas ein Ziel gesetzt? Ja klar, also Ziel ist definitiv Finale. Ich komme jetzt hier nicht hin, um einfach nur mitzumachen. Ich will natürlich schon vorne mitmischen, auf jeden Fall. Und dass das Finale da auf jeden Fall das Ziel, ja. Ich glaube auch, dass das soweit auch im Bereich des Machbaren ist. Wenn du die Form nochmal bringst, die du auf der Deutschen gebracht hast, vielleicht nochmal einen Tick schärfer, dann denke ich mir, ist eine Finalplatzierung auf jeden Fall drin. Und ich wünsche natürlich bei deinem ersten internationalen Aufenthalt viel Spaß mit dem gesamten Team und prima. Und das Schöne ist ja auch, die Halle ist direkt im Hotel, das heißt, ihr könnt vom Zimmer zum Wettkampfgeschehen gehen. Ich denke mir, das macht es auch ein bisschen entspannter. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch für morgen alles Gute und viel Glück und hoffentlich Einzug ins Finale. Ja, da kommen wir zum Anton. Ja, Anton, auch frisch gebackener Gesamtsieger der deutschen Meisterschaft. Nochmal gerade ein Rückblick auf die Deutsche. Wie hast du das Ganze empfunden? Wie soll ich denn jetzt so sagen? Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal nachgedacht. Ich denke, ich mache erstmal jetzt, ich konzentriere mich komplett jetzt auf die Weltmeisterschaft. Und nachhinein tun wir bei uns Revue passieren, ne, in eine kleine Runde, kleine große Runde mit unserem Team. Da werden die Emotionen dann erst hochkommen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, ich habe mich noch nicht abgelenkt von Nachdenken, wie es jetzt war. Und ist natürlich toll, ist ja schön. Ne? Also ich verstehe schon, also was ich gemacht habe. Nun, jetzt ist dann natürlich Konzentration komplett auf die WM, also auf den Wettkampf morgen. Nee, klar, ist natürlich ein tolles Erlebnis, Gesamtsieger, gerade bei einer NRC-Deutschen Meisterschaft schon reiße ich mit Namen ein wie Andreas Frey, Carsten Werner, die natürlich da auch schon bei uns gewonnen haben. Und wollen natürlich hoffen, dass es morgen vielleicht so weitergeht. Was erhoffst du dir für morgen? Was ich mich für morgen erhoffe?
Also es geht für mich auf erster Stelle natürlich um Erfahrung, also internationale Erfahrung zu sammeln. Das ist mein erster internationaler Wettkampf, deswegen ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf, was auf mich zukommt. Nichtsdestotrotz, ich habe, wie wir das oft sagen, die Hausaufgaben gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben jetzt. Mehr kann ich jetzt momentan nicht anbieten, nicht zeigen. Und das werde ich morgen rausstellen und mal gucken, was die Leute sagen. Ich werde, also ich werde Show machen, sage ich mal. Ich werde präsentabel sein, präsent zeigen und mein Ding machen. Und den Rest überlasse ich dann den Juroren. Ja, wir haben schon auf der deutschen Meisterschaft gesehen, dass du dich natürlich wirklich sehr gut präsentiert hast. Also auf der deutschen hast du schon wirklich eine sehr gute Präsentation abgeliefert, ja, die natürlich auch dir den Titel dann auch beschert hat. Aber morgen wird es natürlich nochmal eine Nummer härter, weil international geht es teilweise auch viel schneller und man muss natürlich auch sehen, dass man die ganze Zeit auf sich aufmerksam macht. Also das heißt, mit Betreten der Bühne geht es da eigentlich schon los und auch die Kommandos gehen schneller. Also wenn man da ein bisschen Schauspielern macht und versucht, eine Pose rauszuholen, dann sagt schon der Kampfrichter die nächste Pose an. Da muss man morgen ein bisschen aufpassen, aber ich denke mir, darauf bist du gewappnet. Das haben wir schon eintrainiert bei uns im Studio, ehrlich gesagt. Ich weiß schon ungefähr, was auf mich zukommt. Ne? Ja. Und auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt mein erstes Wettkampf und ja, ich werde mich darauf aufbauen. Ja. Ne? Also, ja, ich denke auch mit dem Sebastian. Ich denke, mit dem Sebastian Zöller hast du ja auch einen super Coach, der ja auch schon an vielen internationalen Wettbewerben mit dabei war, der auch kennt, wie das international zugeht. Und ich glaube, du wartest noch auf ihn, weil du, glaube ich, jetzt langsam schon was essen möchtest, weil er dein Essen mit dabei hat. Und ich wünsche euch natürlich, euch dreien jetzt, natürlich wie natürlich auch dem gesamten deutschen Team, viel Glück für morgen. Und ich glaube, hier haben wir alles drei auch wirklich Kandidaten fürs Finale, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, auch für mehr, vielleicht auch für Top-3-Platzierungen. Schauen wir morgen mal. Wird auf jeden Fall ein interessanter Wettkampf. Okay, dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt stehen wir hier mit unseren Athletinnen der Shape-Kategorie. Und ich fange jetzt hier mal mit der erfahrensten an. Auch schon ja, mehrfache deutsche Meisterin, auch mehrfache Gesamtsiegerin der Shape-Kategorie mit der Aneta. Vor allen Dingen, weil die Aneta ja gebürtig aus Polen kommt. Und da will ich einfach mal fragen, was es für dich bedeutet, jetzt hier in deinem Heimatland an einer WM teilzunehmen. Also für mich ist das sehr wichtig, dass ich mich hier präsentieren darf. Das ist die einzige Möglichkeit, wo meine Familie und Freunde mich sehen können und noch bei so wichtigen Wettkampf. Also ja, das ist für mich wirklich sehr emotionell alles und bin hoch motiviert. Okay, also was ganz Besonderes, praktisch so eine Art Heim-WM, das gibt dann nochmal ein bisschen Motivationsschub. Wie schätzt du das Feld morgen ein? Ich weiß schon, dass jetzt aus Russland, aus Lettland, Litauen, auch aus Polen selbst, aus Ungarn schon einige Meldungen in der Shape-Kategorie sind. Wie siehst du deine Chancen, beziehungsweise was erhoffst du dir? Also, erhoffe ins Finale kommen, träume gewinnen. Aber ja, Konkurrenz ist sehr stark. Ich habe Bilder ausgesehen. Osteuropa ist immer stark, da habe ich ein bisschen Angst und voller Respekt. Wir werden sehen. Ich versuche meine Beste geben, hoffe, komme ich mit Pokal nach Hause wieder. Okay, prima. Die Anni war ja schon bei der Universum zweimal international gestartet, aber jetzt das erste Mal ja auch mal im Ausland. Das ist mal, glaube ich, ein anderes Flair, wenn man jetzt mit der Nationalmannschaft fliegt. Wie ist jetzt die WM für dich? Was ist für dich so ein bisschen dein Gefühl oder so ein, was hast du irgendwie so ein WM-Feeling? Es ist schon was anderes. Es ist vom Level her nochmal eine Nummer höher und es wird spannend. Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich. Okay, Aufregung gehört ja dazu, aber wenn man natürlich dann nachher versucht, die Aufregung so ein bisschen in Freude umzuwandeln, dann sollte es klappen. Hast du irgendwelche Hoffnungen oder irgendwelche Prognosen für dein Abschneiden? Also ich wünsche mir natürlich, ins Finale zu kommen. Das wäre für mich ein grandioser Saisonabschluss, ja. Das wäre toll. Okay, super. Ja, da haben wir noch die Mara. Die Mara ist Newcomer und eigentlich wirklich, ja, man kann sagen, durchgestartet.
Ja, also von der Newcomer, der Frei, bis hin zur Westdeutschen Gesamtsieg und dann sogar noch bei der Deutschen Meisterschaft den ersten Platz gemacht. Also komplett erstmal alles gewonnen bisher, außer halt im Gesamtsiegerstechen. Da hast du dann, hat die Aneta dir dann noch was Nachsehen gegeben. Aber ansonsten alle Klassen gewonnen. Wie war das jetzt für dich so, deine erste Saison? Beschreib mal deine, ja, deinen Eindruck. Ja, es ist unbeschreiblich. Also wie du schon sagst, es ist wirklich ein kompletter Durchstart. Überall einmal einen Titel geholt und jetzt ist es hier wirklich eine Ehre, dabei zu sein bei der WM. Und ich glaube, das Feld ist hier auch nochmal echt ein bisschen stärker als bisher. Und deswegen, ich bin dabei, das ist grandios und mal gucken, was morgen so geht. Aber ich glaube, die anderen Damen sind echt ein bisschen stärker. Ich darf dir versprechen, du hast, glaube ich, morgen wirklich mit die härteste Klasse. Ich glaube, das sind 30 Frauen bei dir mit drin. Ich glaube, in der Over 30 waren es 15, 16. Also bei dir nochmal doppelt so viele. Aber ich denke mal, wenn du die Form von der Deutschen bringst und auch wenn du jetzt, sage ich mal, die Präsenz bringst, man kann es natürlich nie voraussagen, aber dürfte auch ein Finalplatz vielleicht möglich sein. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas dir selber als Prognose gestellt? Nein, ich habe wirklich mir gesagt, ich bin dabei und ich liefere meine Bestform, aber ich male mir jetzt nicht aus, was ich für einen Platz habe, sonst nachher ist man enttäuscht und das sollte nicht sein, bei einer WM dabei zu sein, ist einfach schon der erste Platz überhaupt. So, von daher. Sehe ich auch so, also schon allein die Teilnahme bei einer WM, gerade wenn man jetzt das erste Mal die erste Saison startet, ist natürlich schon super. Klar, die Aneta und die Anni haben schon ein paar Mal mitgemacht, die haben vielleicht dann andere Ziele nochmal. Aber gerade in der Shape-Kategorie wissen wir ja, ist natürlich die Wertungssicherheit nicht die größte, nicht wie im Bodybuilding, wo es wirklich nur auf dicke, große Muskeln ankommt. Morgen kommt es natürlich auf Präsentation an, wie sieht ein Kampfgericht einen, Symmetrie, Harmonie, das hat natürlich alles morgen, spielt so ein bisschen mit rein. Aber ich wünsche euch allen drei natürlich viel Glück für morgen, gebt euer Bestes und dann wissen wir morgen Abend mehr, was da rausgekommen ist. Dankeschön. Jetzt noch mit dem Kleingeld. So, was gab's hier jetzt? Jetzt habe ich ja Quark und Joghurt für heute Abend noch einmal, dass ich hier doch noch mal durchschiebe. Okay, ja. Ich habe mir eine Pepsi Light Lemon gekauft, die habe ich noch nie probiert und ja, wollte ich mal ausprobieren. Ja, genau, cool. So, Dietmar, du bist jetzt seit einem Tag vor dem Wettkampf. Wahrscheinlich gut angekommen. Der Flug war sehr gut. Und wir konnten auch Gott sei Dank mal bitte bei der Michelin Wetter noch ein bisschen laufen. Wir haben jetzt direkt vom Flughafen bloß 10 Minuten entfernt, sind wir gleich alle gelaufen zusammen. War auch schön, da konnten wir mal wieder ein bisschen die Beine bewegen. Das ist ein langer Flug, eine Stunde. Ja, 1,5 Stunden, glaube ich, waren es, gell? Ja, und nur das Wiegen haben wir auch hinter uns. Wie ist der Flug, wie ist es so zu fliegen, wenn man in Vorbereitung ist, dann noch der Druck vielleicht, der Stress oder? Man traut sich nicht zu trinken, man würde gerne essen und was, na, wie, man ist ein bisschen vorsichtig. Mhm. Nun wusste ich auch nicht, wie weit mein Gewicht auch noch
ist, deswegen war ich da so auch vorsichtig. Muss ich auch. Bin auch jetzt ein bisschen kaputt, muss ich ehrlich sagen. Also es schlaucht, die letzten Tage waren jetzt schon an. Ich muss zum Arbeiten gehen, das kommt ja extra noch, dann das jeden Tag trainieren, intensiv. Und da ist es natürlich, ich bin jetzt froh, wenn es jetzt endlich losgeht. Ja, das ist eine lange Zeit jetzt auch, das ist schon der dritte Wettkampf diese Saison jetzt für dich, ja, oder? Ja, der dritte. Es geht mal noch, es ist nicht so, dass ich, da habe ich schon früher mehr gemacht, aber es ist trotzdem, man wird ja auch nicht jünger. Ja, wäre schön, gell? Und deswegen, man aber hat ja auch Erwartungen. Ja. Deine Erwartung ist jetzt für morgen? Ja, ich will die vier. Ich will endlich noch den vierten Titel holen. Das vierte Mal Weltmeister. Ja. Hintereinander. Waren hintereinander und noch also ich hab Respekt. Ja, 2010 habe ich ja schon und jetzt 12, 13, 14 und wollte ich den 15 noch hinten anhängen. Das wäre natürlich mega. Für dich jetzt als... Wäre ja auch fürs feine Trichenteam wäre das natürlich auch mega. Ist ja, die Produkte sind mega. Seitdem ich die intensiv nehme und regelmäßig nehme, ist ja auch der Erfolg gekommen. Du hast vorher jetzt halt erstmal jahrelang ohne Supplements vollkommen. Ja, aber durcheinander. Schon ein bisschen, es ist ja auch eine Geldfrage. Ja, klar. Ja, ich meine, und da habe ich nicht ganz so intensiv. Und seitdem ich beim Andreas jetzt bin, kann ich natürlich in die Vollen gehen und da kann ich wirklich alles ausschöpfen, was von meinem Körper her, von den Supplementen her alles zu schaffen ist. Und das sieht man ja, also ich habe jetzt ganz schöne zugenommen auch. Es ist mega. Ja, die Supplemente sind für mich wie auf den Körper geschnitten. Mega. Ja, kann ich selbst auch nur bestätigen als Athletin. Das ist, und das ist super. Also ich kann mir immer wohl sagen, danke für feine Trichen, weil das ist wirklich mega. Ja. Da hoffen wir, dass wir dies dann noch mal richtig zuschlagen können, um der Sache noch mal ein bisschen dafür Danke zu sagen. Dafür, ne? Vor allem ist Andreas selbst auch vor Ort morgen und das noch mal mit anzuschauen. Es wäre natürlich schön, dann den Titel vierte Mal in Folge zu holen. Und, aber unter Druck setzt du dich jetzt deswegen nicht und du bist eigentlich relativ entspannt, wie ich das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen... Innerlich ist es schon ein Druck. Man hat ja trotzdem Erwartungen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man zu WM geht, sondern man erwartet ja was von einem. Ja, und das ist dann nicht nur an der WM teilgenommen zu haben, sondern halt wirklich dann auch den ersten Platz zu machen. Das ist natürlich schon mal ein größeres Stück. Das kann ich verstehen. Es gibt immer Leute, die besser sind, das ist klar. Das ist ganz normal. Es kommen immer welche. Ja? Das ist ganz normal. Aber wir müssen eben auf den Punkt. Und hoffen, dass es morgen eben klappt. Das hoffe ich für dich auf jeden Fall auch. Und dann, wie schaut denn dein Abend heute noch so aus? Wie ist dein letzter Abend gestaltet? Also ich werde wahrscheinlich heute noch mal in die Sauna gehen, um noch ein bisschen Wasser rauszubekommen und wirklich optimal vorbereitet sein für morgen. Das ist wirklich, mit der Masse kann ich es nicht machen, ich kann es nur mit der Definition machen. Und deswegen werde ich noch ein bisschen Wasser rauskriegen und dann da sehen. Und dann nur noch ruhen. Gemacht, dann kann ich in Ruhe reingehen. Und wenn er besser ist, dann ist er besser. Dem gönnt man es dann auch. Dann hat es der Wettkämpfer verdient. Und dann, aber ich muss halt alles geben. Ja, also das kennen wir ja nicht anders von dir. Ja. Ja, man macht schon mal ab und zu mal Fehler. Also ich habe schon einige Fehler auch gemacht. Bei Frei habe ich schon mal, Frei Classics habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Da habe ich nie gegessen. Bin ich auch hin und habe viel gesprochen und mit den Freunden und mit den Wettkämpfern und dann immer der Wettkampf ging los und du einfach, total überrascht und überrollt. Und Scheiße, muss jetzt losgehen. Und da war einfach das Volumen nicht da. Das habe ich, die Fehler habe ich auch schon gemacht. Also das muss schon passieren. Aber daraus lernt man ja nur, oder? Man lernt, und morgen wirst du definitiv essen. Ja, definitiv. Ja, und werde es richtig Gas geben. Das wäre es auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich dir. Das muss. Anders geht's nicht. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für morgen ganz, ganz viel Erfolg und ich drücke dir die Daumen. Ich werde dich anfeuern, klar. Und dann noch einen schönen, gemütlichen Abend. Und ebenfalls. Und ich werde dann noch ein bisschen ruhen. Entspannen und ruhen. Ja. Ja, und dann wird es mir wunderschön ausgehen. Toi, toi, toi. Bitteschön, danke. Thank you.